Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich melde mich heute einmal nicht aus Mexiko, auch nicht aus Dubai, sondern aus Österreich, aus dem wunderschönen Kärnten. Ich befinde mich gerade auf Heimaturlaub hier bei der Family und nehme euch im folgenden Video mit zu einem der Top 10 Ausflugsziele hier in Kärnten. Eins kann ich euch verraten, es gibt in dieser Richtung nichts Größeres in Österreich. Und was es ist, seid gespannt. Viel Spaß beim Video. Die 14 Kilometer lange Alpenstraße führt durch aus Stein gehauene Felstunnel und Kehren vorbei an dosenen Wasserfällen hoch hinauf ins hintere Maldatal. Schon die Anfahrt zu dem beliebten Ausflugsziel dort ist ein eindrucksvolles Erlebnis der besonderen Art. Angekommen im wunderschönen Maltatal. Hinter mir seht ihr die höchste Staumauer Österreichs, die Köln-Brechsperre. Ja, das Ganze gehört zu einer großen Kraftwerksgruppe, der Verbund Hydro AG. Und der Speicher ist jetzt ziemlich leer. Und wenn das Schmelzwasser dann vom Berg runterkommt, füllt der sich aber dann rasant mit Wasser. Und wir schauen jetzt mal, was es taleinwärts schon so zu sehen gibt nach dem langen Winter. Die Süßen genießen schon die wunderschöne Natur hier und das erste Gras, was nach einem langen Winter aus dem Boden sprießt. Entlang des wunderschönen Köln-Brenn Stausees, hier bei der Köln-Brennsperre im Maltatal. Sie befindet sich auf 1930 Meter Seehöhe und man kann hier im Winter wunderschöne Skitouren gehen, im Sommer wunderschöne Wanderungen unternehmen, so wie wir jetzt gerade. Wir gehen jetzt taleinwärts Richtung Osnabrückner Hütte. Das Wasser in Österreich. Sache, die ich am Bergsteigen so liebe, vor allem wenn noch Schneefelder sind, so wie das hinter mir, ist es, darauf zu gehen und runter zu rutschen. Eines der besten und lustigsten Dinge überhaupt. Und das machen wir jetzt.
Hier im Informationszentrum der Verbund Hydrobauer AG bekommt man tolle Einblicke in die Bauzeit der Straße, der Köln-Brennsperre selbst und die vielen technischen Details, die diese Mauer beinhaltet. Des Weiteren befindet sich hier auch ein Souvenirshop und eine Ausstellung der diversen Kristalle. Die Veranstaltungen an der Köln-Brennsperre sind allein schon wegen der beeindruckenden Kulisse etwas ganz Besonderes. Bergfreunde, Biker, Technikinteressierte, Familien oder Erlebnissuchende – an der Köln-Brennsperre kommt jeder auf seine Kosten. So, ich stehe hier ganze 200 Meter über dem Boden. Wie ihr hinter mir sehen könnt, es geht ziemlich weit hinunter. Und zwar ist das jetzt direkt die Mauer, die ist im Gesamten 200 Meter hoch. Und ja, hier hat man vor ein paar Jahren den Airbock dazu gebaut, wo man eine super tolle Aussicht hat. So ein kleiner Speichersee, den ihr da vorne seht. Genauso wie hinten zum Informationszentrum, Restaurant und Hotel. Hi ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause angekommen im schönen Mölltal. Es war ein toller Tag auf der Malta Hochalmstraße und auch die Wanderung entlang des schönen Speichersees der Köln-Brennsperre war wieder einmal atemberaubend schön. Wir sind leider nicht so weit gekommen, wie wir uns gedacht hatten. Nichtsdestotrotz war es ein toller Tag. Ich hoffe, ich konnte ein paar hilfreiche Infos dalassen. Und ja, solltet ihr Fragen haben oder weiteres, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch auch die Seite unten in der Infobox. Und ja, wie immer würden wir uns freuen, wenn uns einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke läutet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.